Was geht? Ich bin doch übelst müde. Ja. Da müssten eigentlich die Wanderer langlaufen, Alter. Zack. Wir kaufen Brötchen, suchen ein neues Lied, was den Ohrwurm für euch macht. Brötchen, Salami, Abfahrt. Hier der Beweis, dass ich eine Lego-Rose kaufen wollte. Leider gibt es das nicht mehr. Deshalb soll ich das hier kaufen. Noah, ich will das. Ich will das. So Leute, wir sind jetzt da. Hab ich auch schon erzählt, wo wir sind? Nö. Hab ich überhaupt schon eine Begrüßung gemacht? Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen hier wieder zu meinem Vlog vom Gardasee. Wir sind heute in Verona, wie Sie schwer erkennen können. Ich kann es schwer erkennen, ich hatte keinen Plan, wo ich bin. Naja, nachdem wir den engsten Parkplatz auf der ganzen Welt bekommen haben, haben wir es geschafft und wir laufen jetzt rum. Jo Leute, hier ist Louis Vuitton. Ich wollte mir eigentlich was kaufen, aber ich habe festgestellt, ich kann es mir nicht leisten. Was hat Victoria für ein Geheimnis? Vielleicht hat sie einen Schwanz. Ich bin hier im Adidas Store und ich realisiere immer mehr, wie perfekt nochmal arm ich bin. Ist ja krass. Nur mal kleiner. Findest du? Ja, außer du gehst jetzt übelst fett ins Gym 2 Jahre lang und wirst Magus Rühl. Wird nicht passieren. Ja, Lenny, hier ist Gaki. Gaki! Ich wollte mir eigentlich auch was kaufen, aber ich habe heute keine Lust. So, was geht? Ich übernehme jetzt den Vlog. Nackte Frauenchips 18+. Pussy Flavor. Ach du Scheiße, Marshall. Ich glaube, wir haben das, was wir brauchen. Wir probieren jetzt Noah zu überreden, die Pussy Chips für den Vlog zu probieren. Jo Leute, was geht? Wir haben keine Pussy Chips bekommen. Wir laufen jetzt auf jeden Fall zu Romeo und Julias Haus. Also das Haus von Julia, wo Romeo quasi den Balkon hochgeklettert ist. Und dann bist du meine Julia und ich bin dein Romeo. Romeo, Romeo. Warum schenkest du mir keinen Pandora-Ring, oh Romeo? Francis regnet total, aber wir sind in 300 Meter da. Ich würde mal schätzen, dass wir einmal im Kreis gelatscht sind. Nein, naja, wir sind noch mal vielleicht kleine Umwege laufen. Wir sind auf jeden Fall jeden Moment da. 40 Meter noch, 40 Meter. Wir haben es einfach geschafft. Na, wie der da hochgekommen ist, hat er bestimmt Bob Rose, der am Räuber da gemacht. Und dann hat er einen Pandora-Ring hochgeworfen. Was sagst du dazu? Du musst es nochmal machen, weil ich hab's nicht gesehen. Das ist doch so. Oh, Louis Vuitton. Snacks. Wasser. So, Verona, es hat in der Sonne angekommen. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Auto, die ganzen Taschen wegbringen. Total warm, deswegen habe ich die Jacke gleich aufgezogen. Ja, Marshall, ich auch. Du schwitzt wahrscheinlich wie ein Schwein. Ich schwitz wie ein Schwein. Verdammt nochmal. Lass es dir schmecken, mein Kamerad. Ich danke dir. Mein Kumpel. Mein Bro. Ja. Soll ich dir was sagen? Sachte Morchen. So. Das war Bruschetta. Dann machen wir einen Taste-Test. Lenny hat sich jetzt so einen Bruschetta gezogen. Ich sag immer so, wer ein Smiley zu viel schickt, hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Das ist das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. So, jetzt der ultimative Taste-Test. Wow! Die haben das schon abgebissen. Oh. Schweine. Wie überrascht ich doch von dem Geschmack bin, da ich jetzt das erste Mal abgebissen habe. So Leute, wir sind auf jeden Fall wieder weg und machen uns jetzt hier noch einen schönen Tag. Wir gehen später noch in Whirlpool und danach geht's zu Dennis, Kumpel von mir aus Italien, ja, schön Pizza essen und dann war's auch schon von dem Tag. Also bis später. Ich geh jetzt in den Whirlpool, wir haben ein paar Bierchen. Let's go. So,
Friends. Wir sind jetzt bei Dennis bei Picknick in Torbole. Also Leute, falls ihr einen Geheimtipp braucht hier im Norden vom Gardasee, kommt vorbei hier am Picknick mit meinem Freund Dennis. Wirklich ein Geheimtipp, sehr, sehr leckere Pizza und vor allem preiswert.